Eben. Oder er ist uns eins hinterher, das kann man jetzt betrachten, wie man gerade möchte. Einsatz, komm, halten wir den Dachdecker. Bitte nicht. Naja, ich wäre eigentlich auch schon eine Ausbildung, aber ich hatte einen Hauptschulabschluss und da habe ich gedacht, ich mache doch noch die mittlere Reife. Bin jetzt auf einer kaufmännischen. Gar Auch nicht so nicht eine blöde schlecht. Idee. Ja. Die Bewerbung, wo die hin soll, wo wollen wir die denn haben? Entweder an mich oder an dich hier per PN in Twitch, würde ich Ich sagen. wollte gerade sagen, ne? Wenn dann so über Twitch, genau. Oder PN auf YouTube, geht auch. Nehmen wir auch entgegen, genau. Auf jeden Fall per Oder PN. PN auf Facebook. Such dir was aus. No, no, noch haben wir hier nicht so viel. Aber Treppe wichtig anziehen. ist PN. Nicht irgendwo als Kommentar oder sonstiges. Ja, warte, ich schreib's hier in den Chat. Das über, ne, genau, das übersieht man nämlich gerne mal. Dann lieber als PN und fertig. Als Privatnachricht. Genau, Oh, eine ich rufe mal private morgen Nachricht an dran. uns. Ich Einfach habe mal immer noch direkt diesen dämlichen anhauen. Lichtbug. Ja. Ganz wichtig ist halt Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Bereitschaft zu Orgien. Und was sonst noch so dazugehört. Nein, also, was eine sehr wichtige Angabe wäre, wäre der Beklopptheitsstatus. Und das Alter wäre halt auch Wollte nicht gerade sagen, verkehrt. und Alter wäre. Alter ist mir ziemlich wichtig. Ihr zählt wirklich alles auf, außer die Zeiten, wo man wirklich richtig Zeit hat. Also so, man ist von dann und dann online. Ihr habt jetzt alles aufgezählt, außer das. Ja, das Ja, hatten wir ja im da, und Vorfeld da schon es bei gesagt. uns sowieso relativ wurschtig ist, wann wir denn dann mal online sind, ja. Was von Vorteil ist, ist ein Facebook-Account. Weil wir machen unsere Absprache über ein Gruppengespräch auf Kommunikationsgruppe, Facebook. genau. Muss man noch einen Facebook-Account erstellen. Es gibt heutzutage ernsthaft Menschen, die keinen Facebook-Account haben. Falsch, Wie? es gibt Jugendliche, die keinen Facebook-Account haben. Stefan hat ja auch keinen, Ja. aber er ist kein Jugendlicher. Selbst meine Mutter hat mittlerweile einen Facebook-Account. Auch nicht, Naja, weil ich sie dazu gezwungenermaßen. gezwungen habe, aber sie hat einen. Die musste sich ja einen erstellen, weil sonst hätte sie sich nicht Ice Bucket Challenge mal machen. Ja, ich soll heute Tja. eigentlich alle nennen, wenn man fragen darf. Doch, Das kannst du halten wie Dachdecker. jetzt. Also, wir haben alle den Realnamen damit Boah, schon, auch schon mehrfach gehabt, ja. im TS stehen und wir haben auch Realnamen mit genutzt. Also zumindest Vornamen. So, Nachnamen hat man, glaube ich, auch schon okay. genannt. Ist ja Ja, scheißegal. ich wollte gerade Nachnamen haben sagen, wir auch schon mal angehört. mich habt ihr schon gestraft. Mich kennt man Wir sind mittlerweile. alle. Wir sind alle. Weil als ich deinen Nachnamen benutzt habe, haben wir dann reihum mal von jedem den Nachnamen benutzt. Stimmt. Richtig. Ist im Prinzip egal, wir passen auf, dass wir keine rechtlich relevanten Sachen hier rum erzählen und dann ist es völlig okay. Dann kann auch ruhig der Name bekannt sein und wenn irgendein Vollhonk meint, er müsse das nutzen, dann gibt es in diesem lustigen Land genug Mittel und Wege, dem das Benro hat auszutreiben. auch kein Facebook. Wir haben noch jemanden gefunden, der kein Facebook hat. Jetzt haben wir zwei davon. Gott. Ja, Esel, du und bist beide müssen sich schuld. anschaffen, wenn sie mitmachen wollen. Finde Genau. ich lustig. Kriegt man eine Kevin? Werbungsprämie von Facebook? Kevin, dürfte ich dich mal was fragen? Ja. Streamst du mit OBS? Darf ich die Also Frage Voice Over? beantworten? Nee, nee, absolut nicht. Darfst du nicht. Verboten. Geheim, wir haben eine eigene Streaming-Software, so. Die Ja. haben wir selbst geschrieben. Hat meine 90-jährige Oma gebastelt. Genau. No. Sieht zu 99,99% ähnlich aus wie OBS. Hat sogar den gleichen Namen. Rein zufällig, genau. Och, Eselchen, jetzt hör doch auf, mich Weil abzuschmeißen, wenn ich schwimmen das will. Bild von dir hat ja ziemlich, hat einen ziemlichen schwarzen Rand drumherum, wenn man es klein hat bei mir. Aber ich glaube, das ist einfach nur wegen Anzeige, oder? Das hat damit zu tun, dass ich Minecraft in Fenstermodus spiele und dadurch ein paar Pixel verloren gehen. Ich wollte gerade sagen, ich richte mein Minecraft ja auch, ich spiele ja auch im Fenstermodus. Bei mir hast du ja nur oben und unten den schwarzen Streifen, den ich aber jedes Mal neu einrichte, weil ich mein Fenster so ziehe, dass der schwarze Streifen passt.
Eben, und das kann man halt bei OBS einfach wegmachen, indem man halt Position und Größe geht und dann einfach an den Bildschirm anpassen. Was? Ich weiß, aber ich könnte ja einfach sagen, ich möchte das so haben, aber ich will das ja gar nicht haben. Ich will ja den schwarzen Balken haben, damit ich eventuelle Infos, wie zum Beispiel, was bei mir in Rot oben drüber steht, noch reinpacken kann, ohne mein Bild wegzunehmen, weißt du? Also bei mir ist es durchaus Absicht. Ich habe Ups. am Anfang das drumherum experimentiert gehabt. Und da ich meinen Aber eigenen es. Stream schon wieder nicht sehen kann, weil mein lieber netter Browser sagt, Video ist loading. Einfach nur Video gibt's heute nicht, sagt er. Ja, genau. Nee. Computer sagt nein. Wie gesagt, es Attempt to ist. call me. So, jetzt muss ich mir meinen YouTube-Kanal erstellen. Sind alle live dabei. Och, hast du keinen YouTube-Kanal? Ich dachte, du hast einen. Facebook. YouTube ist Hast was gerade anderes. YouTube gesagt. Ups, ich meine Facebook. Entschuldigung. Wir sind live bei der Geburt eines Facebook-Accounts dabei. Gibt's auch ein Bild? Vorname und Nachname. Klaus Dieter. Nicht wahr? Klaus Bärbel heißt das, wenn dann. Pass auf, jetzt, Oh. woher kennst du meinen Namen? Oh ja. Wie durfte Twitch diese Information etwa nicht weitergeben? Ihre E-Mail-Adresse habe ich noch nicht benutzt. Fragen über Fragen und das bei einer Facebook-Account-Erstellung. Wollt ihr euch das wirklich antun? Dann schaut die nächste Folge. Apropos nächste Folge, was mir gerade auffällt, ist, ne? Wir haben schon wieder eine Stunde voll, ne? Eigentlich müsst ihr Schluss machen. Du Andreas, ich mach Schluss mit dir. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Ich will auch keins. Wer will sich die Visage schon angucken? Freiwillig. Oha. Habe heute leider kein Foto für dich. Den konnte ich mir jetzt nicht Tü, nehmen, der musste sein. tü. Geburtstag. Habe ich auch. Genau, habe ich auch. Hatte ich mal. Geburtstag, Ich tut mir leid, bescheuere. ist leider raus. Ist aus, haben wir nicht mehr, kriegen wir auch nicht wieder rein. Genau. Genau, das Speichern nicht vergessen. Was speichert? Speichern. Immer auf Speichern klicken. Diese Sabberfritzen immer wollen so rumspeicheln. Das ist mein echter Name. Du versuchst Was? scheinbar einen Titel oder ein Symbol in deinen Namen einzufügen. Ah, Facebook Ey, ist sag intelligent mal. geworden. Hallo Hört auf Facebook? mich. Sag mal, hat's dir? Ich geb doch da. Bob. Was denn, sollst du jetzt anonym beilegen? Ich nehme mich jetzt einfach irgendwie einen Scheißdreck. Die wollen einen echten Namen. Ja, Bob. nenn dich irgendwie einen Scheißdreck. Genau, Das irgendwie geht nicht, oder? von Scheißdreck. Nee, warte mal, jetzt überlege ich. Ja, komm. Gebe ich halt meinen echten Namen Wenn ihr den schon haben wollt, müsst ihr den auch akzeptieren, verdammt nochmal. an. Ach komm, Nachname ist auch wahr. Scheiß drauf. Wissen ja auch Ja, alle. wenn die bei sowas mal einen richtigen Namen haben wollen, heiße ich immer irgendwie so Gerda Meier oder so. Ja, es Mein kann Ding. aber, das habe ich jetzt von einem Kumpel gehört, passieren, dass die tatsächlich von dir eine Kopie des Ausweises sehen wollen, ansonsten sperren sie den Facebook-Account. Ja, weil du hast ja die Möglichkeit, dir Künstlerseite zu erstellen, die anonym ist. Genau. Ja, wunderschön ist. Als ich mir den Facebook-Account erstellt habe, haben die noch nicht darauf bestanden, dass der richtige Name da verwendet wird. Also Ja. ist mir das wurscht. Ja, Das aber gab's früher nämlich nicht. früher gab's das nicht, ist richtig, aber mittlerweile sind sie auf dem Trichter, solche Accounts zu prüfen. Boah, sollen sie doch. Wenn da viel Aktivität drauf festgestellt wird, kommen sie irgendwann und, du, du, du. Ja, das machen wir da ein. Richtig, richtig. So, jetzt muss ich kurz Für meine noch. E-Mail-Adresse zum Beispiel heiße ich Gertrude Hintertür. Da krieg ich immer so nette Nachrichten wie sehr geehrte Frau Hintertür. Klingt immer voll arschig. Bist du da verarscht, wa? Ja.
bei Hintertür. Ey, alles mal ehrlich, ne? Australien komme. So schön, jetzt habe ich Facebook. Jetzt kann ich wirklich sterben. Die Einstellung ist perfekt. Gute Einstellung. Mein Gott. Also so langsam, ne? So langsam solltest du echt mal an deiner Motivation arbeiten, Kevin. Ich an meiner Motivation? Wieso? So langsam läuft das Scheißding hier über. Ah, die haben es nochmal anbringen, das ist ja nicht. Was läuft über, hä? Was? Kiste. Wegen der Erde. Ja, das ist ein Überläufer. Das ist ein Überläufer, na immerhin. Ich gehe los, um Holz zu farmen und finde Eisen. Na, schönen Dank auch. Ich weiß schon, dass Bäume über der Erde wachsen? Nein, Moment. Da verwechselst du was. Eisen wächst über der Erde. Bäume wachsen nach unten. Wurzeln und so, die wachsen nach unten. Und wieso wächst dann Eisen nach oben? Ja, weil Eisen vielleicht schwerer ist wie Holz, deswegen muss das nach unten wachsen. Ich dachte, Holz wächst nach unten. Ja, das auch. Beides. Was nur jetzt? Du wirst mich total. Das Eisen kann nicht nach oben wachsen wegen dem Magnetfeld, was die Erde hat und dadurch das Eisen anzieht. So. Lord Unschluss. Eisen wächst oben und Bäume wachsen unten. Lord Unschluss. Ja. Nix kann er, auch nicht mal das kann er richtig. Ja, haha, bin ich gut drin. Kann auch nicht jeder mit im Nichts können, bin ich gut. Ich versau gerade meine eigene Pointe. Oh, Ente? Ja. In meinem Pausescreen steht alle 60 Minuten 15 Minuten, aber schaut ja eh keiner zu, der Pinkel gehen müsste. Von daher. Wer muss dein Computer mal aufs Klo? Wer auch immer pinkeln gehen muss, der kann sich auch einschiffen, wenn der Stream wichtig ist. Pampers! Oh Gott, ich muss sehen, wie Kevin ein Feld baut. Das ist so spannend. Siehst du? Ich wusste es. Oh, diese Suchtlampe. Ich wusste, dieser Tag wird kommen. Echt? Herr Doktor, ich weiß ja, nicht. Ich hab's kommen sehen. Muss mir mal über diesen Scheißfluss eine Brücke bauen. Viel Spaß. Ja, ernsthaft, das nervt total, wenn du die ganze Zeit immer wieder versuchen darfst, hier dein Esel oder dein Pferd da wieder rauszufuhrwerken. Nimm eine Leine. Die nimmt ja wieder einen Platz im Inventar weg. Dann heul ich rum. Ich darf das. Das ist das vollkommen natürliche Verhalten eines seltenen Gamer-Weibchens, ja? Das, bei mir darfst du rumlamentieren. Ich steig dich ins Bett. Bei den beiden, naja, gut. Also entweder ins Bett steigen oder aufhören rumzulamentieren. Ich lamentiere lieber weiter. Okay. Wann machen wir Treffen für Gaming Party? Kevin wollte doch eh Ostern vorbeikommen. Ostern! Sehr gut! Astrein! Ja, Ostern! Ja! Sag ich da Ostern nächstes Jahr? Hey, das nächste Mal Ostern 15 treffen wir uns hier, ne? Genau. Genau. 2015 geht doch auch. Nee, gibt's nicht, nein. Geht nur mit runden Zahlen. Also 2015, 3015. Du kannst sagen, solange du die 15 hast, wird das nie eine runde Zahl bleiben. Aber was soll's. Weil, ja, aber rund vorne dran. Weil in der 1 ist schon mal eine Kante drin oben. Also, mit wird nix. Mit rund wird nix. Nix rund. Nur dreckig und dreckig. Du bist so fertig, ey. Ja, besser als angefangen. Sie hat die Pause absolut nicht gut getan. Nicht im geringsten. Nicht gut. Welche Pause? Ich will meine Konsole nicht öffnen. Warum nicht?
Was soll ich reinschreiben? Hallo! Hallo Konsole! Tacho! Tacho, nicht Tacho, langweilig, schreib Tempo! Tatü! Ach, hier kann ich. Tata! Warte, was jetzt? Tacho, Tempo, Tatü, Tata! Tatü, Tata! Schreib alles! Okay. Alles. Schreib mir irgendetwas ins Kästchen! So. Irgendetwas ins Kästchen. Ja. Etwas. Ich hoffe, du schreibst nicht gerade irgendwas Wichtiges, so Bewerbung oder sowas. Wobei, selbst wenn er das dann machen würde und die geht an uns, wüssten wir definitiv alles klar. Ne, doofe Treue. Der macht alles, was man ihm sagt. Zutraulich, das Kerlchen. Ich bin gerade in der Konsole von Firefox. Mami, darf ich den behalten? Mama, da macht mich mal wieder ein Mädchen an. Mädchen! Nimm es weg, nimm es weg, nimm es weg! Das Tolle ist ja, ne? Also wenn ich das bei mir zu Hause gerufen hätte, ne, da macht mich wieder ein Mädchen an. Wäre von meinem Vater noch gekommen und hat sie wenigstens eine dicke Möpse. Ja, irgend sowas hergekommen. Ja, sein erster oder so, Kommentar. Oder produziert ich nicht in Pakt zu oder irgend so ein Scheiß. Sein erster Kommentar, als er ein Bild von mir gesehen hat, war ja auch, die ist ja gar nicht so kantig. Weil er als erstes mal einen Minecraft-Char kennengelernt hat und dann mich. Von daher. Niveau, wir sinken. Nein, wir steigern das Niveau in Japan. Meins war auf der Titanic. Meins war auf der Titanic. Der Spruch ist auch gut. Dezent angegammelt. Dezent versenkt. Die Frage ist nur, ne? Wenn dein Niveau auf die Titanic war, wie kommt es jetzt wieder nach oben, damit es erneut sinken kann? Hat es ein Jojo gefressen? Yep. Er sagt, dass es nach oben geht. Du! Du hast doch gesagt, wir sinken! Und ja, die Titanic ist sicher nicht im Mittelpunkt der Erde. Sagst du. Genau, Beweise. Beweisfoto. Warte, ich geh kurz. Mach wirklich auf der Titanic. Kleinen Moment, ich muss mal eben meinen Urlaub buchen. Er muss aber aufpassen. Nicht, dass der Leo dich mitnimmt. Jo. Berno schreibt, Captain Niveau, wir sinken. Leo mit dem Cabrio. Genau, Captain Niveau, wir sinken. Ist der Leo bewusst, mit dem Cabrio. Der Captain geht mit dem Schiff unter. Genau. Was? Da hab ich noch nie was gehört, ich bin bei der Marine. Ja, das haben sie dir noch nicht erzählt, weil ihr noch nicht so weit seid. Der Kommandant wird zuerst evakuiert, ja? Das, die Lektion hattet ihr noch nicht, so weit seid ihr noch nicht gekommen. Naja, ich sag's mal so, je nach Schiffsklasse schafft die das auch alleine unterzugehen, ohne Fremdeinwirkung. Oh, das war ein Creeper, der hat mich von hinten geschubst. Geschubst? Stups. Der hat mich geringfügig an den Zaun gedrückt. Arschloch. Achso, was ich ja noch erzählen wollte, Ratte, ne? Ja. Du wolltest ja noch von Ratatouille erzählen.